Geschätzte Delegierte, ich begrüße Sie zu dieser kurzen Diskussionsrunde, die wir hier haben. Das Traktandum mit dem Bundesrat, mit der Bundesrätin findet normalerweise in Form einer Rede statt. Heute ist das nicht der Fall. Es sind darum auch ziemlich viele Leute auf der Bühne. Sie werden Ihnen nachher vorgestellt. Es wird eine Fragerunde geben. Und die Leute, die hier sind, das haben Sie bereits gehört, sind alles Mitglieder der Partei, die kandidieren für den Nationalrat. Also muss man auch vermuten, dass Sie, Frau Sommaruga, nicht allzu sehr als Glatteis führen möchten. Ich hoffe doch auf ein paar knifflige Fragen. Unsere Zeit ist sehr knapp, darum mache ich keine langen Worte. Ich sage nur noch die Spielregeln. Es werden Fragen gestellt. Ich habe gesagt, wenn es geht, nicht länger als eine Minute. Und ich habe die Bundesrätin gebeten, nicht länger als 2 Minuten zu antworten, damit alle die Chancen haben, sagen wir 2, vielleicht sogar 3 Mal etwas zu fragen. Und das war's. Jetzt beginne ich gleich. Und zwar mit Florence Natter. Sie ist die Vertreterin der Westschweiz. Sie kommt aus Neuenburg, kandidiert für den National- und den Ständerat, die blonde Genossin hier. Und sie ist Sozialarbeiterin und Mitglied des Gemeindeparlaments von Böwe, eine relativ kleine Gemeinde am Neuenburger See, westlich von Neuenburg. Das war's jetzt. Was ist Ihre erste Frage, Florence Natter? Sie müssen da zum Mikrofon kommen. Okay. Alors merci, quand bien même notre slogan dit « pour tous sans privilège », j'ai le privilège de commencer cet échange et je profiterai effectivement de la présence de Simonetta pour parler évidemment d'une thématique qui nous occupe et nous préoccupe beaucoup, qui est celle de l'intégration. Mais j'ai envie d'aborder avec elle cette thématique, pas sous l'angle de l'intégration en tant que telle, mais plutôt de la participation. Et c'est vrai que notre actualité sociale et politique nous oblige à nous occuper beaucoup des problèmes d'intégration posés par une minorité d'étrangers. Et moi, je m'intéresse aussi aux millions d'étrangers dans ce pays qui participent, qui payent des impôts, qui travaillent dans notre société et qui finalement ne participent pas beaucoup à la vie politique, en tout cas sur un plan fédéral. Alors je voulais entendre Simonetta sur cette question d'une extension, un jour peut-être, des droits politiques en faveur des étrangers et peut-être aussi des projets ou des évolutions possibles au niveau de la naturalisation facilitée pour les deuxième et troisième générations. Alors, chers et chers camarades, tout d'abord, bonjour à tout le monde. J'aimerais juste remercier le parti, la présidence du parti qu'elle a pu organiser ce talk. Je trouve que comme conseillère fédérale, on a tendance un peu d'avoir plutôt le monologue et moi je préfère le dialogue. Alors merci beaucoup de faire ce talk, ce dialogue. Merci Florence aussi pour ta question. J'ai 2 minutes pour répondre, c'est pas évident pour une grande et importante question, la question de la participation. La participation des étrangers. Alors je pense que l'intégration c'est une condition pour la participation des étrangers et l'intégration c'est un processus pour moi, c'est un processus de rapproche, c'est un processus que les deux, les étrangers et les gens qui vivent ici, ils puissent se rapprocher. Alors avec l'intégration on commence la participation, mais c'est bien sûr comme ça que moi j'aimerais que les gens qui vivent ici, ils puissent participer d'une façon aussi à notre vie. Et il y a plusieurs possibilités de participation. Dans une démocratie directe, bien sûr, il y a la participation directe, mais je pense qu'il n'y a pas que ça, il y a plusieurs possibilités. Et avec, en ayant le projet d'intégration, qui est très très important pour moi, je pense qu'on a exactement dans cette direction. Mais j'aime bien quand dans les communes et dans les cantons, on continue à mener la discussion d'une participation directe des personnes étrangères et étrangers en Suisse. Die zweite Frage kommt von Reto Wies. Es kommt aus dem Kanton Basel-Land. Er ist als Juso auf der Nationalratsliste dieses Kantons aufgeführt, kandidiert übrigens nicht zum ersten Mal. Reto Wies studiert Ökonomie und hat bisher keine öffentlichen Ämter. Bitte. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, ich mache weiter mit Ausländerpolitik, mit einem Thema, das vielleicht auf den ersten Blick da nicht zusammenhängt, nämlich das Bankgeheimnis. Dem geht es ja momentan nicht sonderlich gut, zum Glück muss man sagen. Es wurde ja aufgeweicht in verschiedenen Doppelbesteuerungsabkommen, unter anderem eben aber vor allem nur mit europäischen Ländern und mit den USA. Nicht so mit Entwicklungsländern. Jetzt gibt es ja hier eine berühmte Zahl der Erklärung von Bern, die sagt, dass den Entwicklungsländern allein durch private Steuerflucht 3-mal so viel Gelder
verloren gehen, als die Schweiz dorthin schickt mit ihrer Entwicklungshilfe. Wenn man jetzt sagt, die beste Migrationspolitik ist, für gute Lebensbedingungen in den Herkunftsländern der Migrantinnen und Migranten zu sorgen, dann ist der erste Schluss natürlich zu sagen, die Schweiz muss ihre Steuer- und Wirtschaftspolitik zuerst einmal komplett ändern. Wie siehst du das? Ja, vielen Dank für diese Frage. Es ist in der Tat so, dass ich mich mit dieser Bankgeheimnisfrage stunden- und tagelang herumschlagen muss. Sie beschäftigt die Schweiz nach wie vor und immer wieder auf eine nicht besonders gute Art und Weise, weil sie unser Land auch jetzt noch immer wieder auch in die starke internationale Kritik bringt. Ich bin überzeugt, dass das Bankgeheimnis wahrscheinlich seinem Ende entgegensieht. Es ist aber noch nicht so weit. Wir haben heute das Bankgeheimnis nach wie vor in unserem Land, aber wir stehen hier weiterhin unter Druck. Ich bin überzeugt auch, dass wir in der Wirtschafts-, in der Finanzpolitik in Zukunft gerade im Umgang mit den Entwicklungsländern uns Gedanken machen müssen, wie wir diese Wirtschaftspolitik gestalten können, wie wir die Finanzpolitik gestalten können. In 2 Minuten kann ich das wahrscheinlich nicht umfassend darlegen, aber immerhin kann ich sagen, mit der Sperrung der Potentatengelder hat die Schweiz einen wichtigen Schritt gemacht. Der Bundesrat hat sich mit dieser Entscheidung nicht nur beliebt gemacht. Wir haben hier immerhin auch gezeigt, dass der Bundesrat fähig ist und bereit ist, manchmal auch diesen mutigen Schritt zu tun, aber wir sind nicht am Ende. Wir brauchen eine internationale Wirtschafts- und Finanzpolitik, die den Entwicklungsländern eine echte Chance gibt. Das haben wir bis jetzt nicht geschafft und dafür werde ich kämpfen. Die dritte Frage kommt von Franziska Roth aus dem Kanton Solothurn. Sie ist Heilpädagogin, seit 2 Jahren im Kantonsrat dort und kandidiert zum ersten Mal für den Nationalrat. Franziska Roth, bitte. Ja, danke. Liebe Simonetta, ihr habt am Donnerstag im Bundesrat die Verteilung der Departemente beraten. Und bei der Bildung, die steht im Moment unter 2 Sternen. Das heißt, 2 Regierungsräte sind dafür verantwortlich, aus meiner Sicht sogar 3. Denn für mich gehört auch der Schulsport zur Bildung. Wie siehst du das? Ist eine Unterstellung unter ein Departement richtig? Und wenn ja, welches wäre für dich der richtige Platz? Ja, vielen Dank, Franziska, für diese Frage. Es ist natürlich eine Indiskretion. Du solltest das gar nicht wissen, dass wir das im Bundesrat diskutiert haben. Und wie so oft bei Indiskretionen sind sie dann auch nicht ganz korrekt. Wir haben nämlich am Mittwoch diskutiert und nicht am Donnerstag. Ich unterstütze eine Stärkung der Bildung in unserer eidgenössischen Politik. Ob das zwingend in einem Departement gemacht werden muss, da muss ich euch sagen, das kann ein Fortschritt sein, ein Bildungsdepartement, dass man die verschiedenen Kräfte zusammenführt. Aber das allein ist noch keine Garantie dafür, dass wir die Bildungspolitik in unserem Land stärken. Umgekehrt kann man aber sagen, es könnte eine Chance sein. Ich bitte euch, liebe Genossinnen und Genossen, messt den Bundesrat nicht nur daran, ob er die Bildungspolitik in einem Departement und in welchem Departement dann zusammenfasst, sondern messt den Bundesrat und das Parlament daran, ob sie wirklich in die Bildung investieren. Dazu gehören auch die entsprechenden finanziellen Mittel. Dazu gehört auch wirklich ein politisch starker Wille, diesen wahrscheinlich einer der wichtigsten politischen Bereiche in Zukunft vermehrt noch auszubauen. Messt uns daran und nicht nur an organisatorischen Fragen. Zum Schluss der ersten Runde kommt jetzt Martin Neff aus Zürich dran. Er ist Jurist bei der Vormundschaftsbehörde und gewissermaßen der alte Hase hier in der Runde. Er ist nämlich seit 2003 im Kantonsrat von Zürich. Er hat bereits vor 8 Jahren einmal für den Nationalrat kandidiert, war dann 2004 bis 2008 Präsident der SP des Kantons Zürich und musste vor 4 Jahren die ja doch eher eklatante Niederlage der Sozialdemokraten irgendwie erklären. Jetzt kandidiert er wieder und stellt eine Frage. Martin Neff, bitte. Ja, Simonetta, ich möchte den Bogen wieder zurückspannen zur Ausländer- und Migrationspolitik. Wobei das für mich auch sehr etwas mit Bildung zu tun hat, nämlich mit den Perspektiven von Kindern und Jugendlichen. Es gab mal ein
Projekt, als Frau Bundesrätin Metzler noch am Ball war, das dann später unter ihrem Nachfolger irgendwie verschwunden ist, nämlich, ich spreche die Regularisierung an von Sans-Papiers in diesem Land. Es gibt Tausende von Menschen, die in der Schweiz unter teilweise prekären Arbeits-, Wohn- und Gesundheitsverhältnissen leben. Die haben Kinder, es gibt Jugendliche, die perspektivlos dastehen. Gibt es ein solches Projekt, ähnlich wie das in Spanien oder Italien beispielsweise auch gemacht wird, dass man sagt, es gibt einen Punkt nach einigen Jahren, wo jemand hier ist, dass man ähnlich wie bei einer Steueramnestie, dort wird das auch gemacht, vielleicht diesen Leuten eine Chance gibt auf einen legalen Status in unserem Land? Ja, vielen Dank, Martin, für diese Frage. Ich bin froh, wenn wir uns kurz zu den Sans-Papiers unterhalten können. Für mich sind die Sans-Papiers oder die Tatsache, dass in unserem Land vielleicht 100, vielleicht 200.000 Personen ohne aufenthaltsrechtlichen Status leben, ein Skandal. Wir haben wahrscheinlich mit den Sans-Papiers eine der heuchlerischsten und widersprüchlichsten Bereiche unserer Politik. Und das Wichtigste ist, dass wir uns bewusst sind, ohne Schwarzarbeit gäbe es keine Sans-Papiers. In meinem Fokus sind diejenigen Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, die es möglich machen, dass diese Leute in unserem Land sind, dass sie eben schwarz beschäftigt werden, dass man von ihnen profitiert, ohne ihnen dann auch die entsprechenden Möglichkeiten zu geben. Ich werde keine Regularisierung der Sans-Papiers euch heute versprechen, weil das politisch nicht drin liegt. Aber was ich euch versprechen kann, ist, dass ich mit den Arbeitgebern zusammen diese Schwarzarbeit-Thematik jetzt anpacken will. Bundesrat Gouchepin hat in der Botschaft zum Schwarzarbeitsgesetz geschrieben, die Schwarzarbeit ist die Besteuerung der Ehrlichkeit. Genossinnen und Genossen, wir müssen aufhören, die Ehrlichkeit zu besteuern. Ich habe den Auftrag vom Parlament, für Jugendliche, die eine Lehre machen, die Sans-Papiers sind, eine Lösung zu finden. Ich muss euch heute ehrlich sagen, wir werden diese Lösung nicht nur für die Jugendlichen in der Lehre finden, weil dann haben wir die Frage, was machen wir mit den Eltern, was machen wir mit den Geschwistern, aber ich werde zusammen mit den Kantonen und mit den Arbeitgebern und mit den Gewerkschaften hier an einer Lösung arbeiten, weil ich will, dass diese schlimme Form von Schwarzarbeit aufhört. Das war die erste Runde. Wir sind mit der Zeit einigermaßen drin. Jetzt brauche ich die Leute nicht mehr vorzustellen. Franziska Roth mit der zweiten Frage, bitte. Simonetta, ganz kurz. Was ist für dich Heimat? Wenn ich das dauert nicht etwas länger. Wenn ich nicht müde bin. Reto Wies, bitte. Gut, nochmal eine wirtschaftspolitische Frage meinerseits. Der Schweizer Franken ist ja im Moment relativ stark oder sehr stark und es gibt schon und kann noch weiter wirtschaftliche Probleme geben und Arbeitsplätze gefährden. Jetzt hat einer deiner Bundesratskollegen letzte Woche den wahnsinnig originellen Vorschlag gemacht, man soll doch als Konjunkturpaket sozusagen ein paar neue Kampfjets kaufen. Das wäre wirklich unterhaltsam, wenn wir eben nicht wüssten, dass diese Leute oder dass bürgerliche Politiker von Kopf bis Fuß von den verschiedensten Industrien und Branchen geschmiert sind, sei es jetzt die Banken, seien es die Krankenkassen oder in diesem Fall ja scheinbar die Waffenindustrie. Ihr wisst ja alle, dass die Schweiz praktisch keine Regelungen kennt zur Parteienfinanzierung und zur Transparenz. Klar, kurze Frage, wird so die direkte Demokratie nicht langsam zur Farce? Ja, ich glaube, das waren jetzt gleich mehrere Fragen in einer. Ich werde meinen Kolleginnen und Kollegen im Bundesrat die Freude nicht machen, dass ich ihre Politik öffentlich kritisiere. Und daher werde ich mich nicht äußern zum Vorschlag meines Kollegen. Hingegen bin ich schon der Meinung, dass wir uns überlegen müssen, was dieser starke Schweizer Franken für uns bedeutet. Für mich ist etwas unerklärlich. Und ich bin froh, dass die SP sich hier wirklich engagiert. Wir haben eine Belastung für die Exportindustrie durch den starken Franken, aber wir hätten eine massive Entlastung der Konsumentinnen und Konsumenten in der Schweiz durch die Importgewinne. Entschuldigung. Und ich frage mich, wohin gehen diese Gewinne? Also diese, was hier
an Importgewinnen jetzt abgeschöpft wird, das kommt bei uns nicht an in der Bevölkerung. Das sind massive Kaufkraftverluste, die wir in Kauf nehmen. Wir haben zunehmend auch den Ausland. Einkaufstourismus, also wir verlieren Geld ans Ausland, auch deswegen, weil wir eben die Importgewinne nicht bis zu uns kommen. Ihr wisst, ich habe mich 10 Jahre für Parallelimporte eingesetzt. Ich habe mich dafür eingesetzt, dass eben nicht die Importeure abschöpfen, dass die Gewinne nicht an ausländische Konzerne gehen. Wir haben hier ganz offensichtlich ein massives Wettbewerbsproblem in diesem Land, das uns Konsumentinnen und Konsumenten, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer belastet. Und ich werde mich dafür einsetzen, dass wir nicht nur über den starken Franken stöhnen und nicht nur die Exportindustrie anschauen, sondern schauen, was wir für die Kaufkraft unserer Bevölkerung tun können. Alors moi je vais m'éloigner momentanément de l'économie pour parler de femme à femme. C'est vrai qu'on a aujourd'hui à l'ordre du jour un point sur la thématique des femmes. Et c'est vrai que Simonetta, ton élection au Conseil fédéral a été un moment historique puisque le Conseil fédéral a eu enfin une majorité de femmes en son sein, ce qui est une étape importante. Alors on pourrait se dire, dans le fond, tout est gagné. Il est vrai que sur le canton de Neuchâtel, pour les élections fédérales, nous avons obtenu d'avoir deux listes, d'avoir une liste femmes. Ça a été obtenu de façon large et unanime par le Congrès. C'est soutenu par les hommes et par les femmes, mais ça ne s'est pas fait tout seul. Il a fallu quand même un travail important fourni, entre autres, par la section des femmes socialistes à Neuchâtel. Et dans le fond, il me reste quand même toujours quelque chose de l'ordre. Les femmes, on doit toujours en faire un tout petit peu plus. Alors, qu'en est-il? Est-ce que quand on est au Conseil fédéral, on doit en faire toujours un peu plus que les hommes ou l'égalité est vraiment de mise? Bon, la première chose que j'aimerais dire, que sans les femmes socialistes, moi, je ne serais pas là. Il faut quand même le dire. Et puis la deuxième chose, je crois, pour les femmes, il n'y a jamais des choses qui vont tout seules. Il faut lutter, il faut faire quelque chose pour, il ne faut pas le faire contre les hommes, il faut le faire ensemble, mais il faut lutter aussi comme femme au Conseil fédéral. Mais en même temps, je crois, on a aussi des choses qu'il faut quand même profiter de le dire. Une majorité de femmes au Conseil fédéral, c'est une bonne chose, c'est un excellent travail qu'on peut faire. Et si en plus on peut faire des décisions comme on a pris quelques mercredis avant sur la sortie de l'énergie nucléaire, c'est que ce sont quand même des moments incroyables. Martin Neff, bitte. Ja, also wenn wir beim Bundesrat und deinen Kolleginnen, aber auch Kollegen sind, du bist ja Konzertpianistin. Wenn deine Kolleginnen und Kollegen Instrumente wären, welche Instrumente wären das? Hast du da eine Vorstellung? Du hast es offenbar ein bisschen auf meine Kolleginnen und Kollegen abgesehen. Ich habe als Musikerin, als Pianistin sehr viel Kammermusik gemacht mit allen möglichen Instrumenten, Trompete, Posaune, Violine, Cello, Piccolo. Die ganze Palette, ich kann dir sagen, Martin, ich kann mit sehr, sehr vielen Instrumenten zusammenspielen. Und ich habe den Vorteil, das Klavier ist ja auch ein mächtiges, lautes Instrument, wenn es sein muss, mit vielen Tasten. Man kann da mehrstimmig spielen. Ich glaube, ich habe da eine gute Startposition. Wenn ich mir erlauben darf zu fragen, was eigentlich nicht vorgesehen war, einen, der Pauke spielt oder eine Pauke ist, hat es den auch im Bundesrat? Die Instrumente wechseln jeden Mittwoch. Martin Neff, Sie waren zweimal als Letzter dran, jetzt kommen Sie als Erster, Sie sind gleich nochmals dran mit einer Frage. Ein bisschen aus Eigeninteresse jetzt. Was macht eine gute Parlamentarierin, was macht ein guter Parlamentarier aus? Kannst du uns da etwas auf den Weg mitgeben? Gut, ihr kandidiert ja alle für den National- und für den Ständerat und ich gehe davon aus, in diesem Saal hat es noch sehr viele. Ich glaube, das Wichtigste
Was ich wirklich sagen kann, ist, dass man sich auch im Wahlkampf treu bleibt. Auch wenn das schwierig ist, auch wenn man versucht ist und merkt, im Saal würden jetzt die Leute vielleicht erwarten, dass ich bei dieser Position signalisiere, dass ich da auch offen sein könnte. Ich glaube, eine gerade Linie, sich treu bleiben. Die Leute können damit umgehen, auch wenn sie nicht gleicher Meinung sind, aber sie spüren, ob jemand wirklich bei sich ist und bei seiner Meinung bleibt. Das würde ich dann auch für all denjenigen empfehlen, die dann gewählt werden. Und ich hoffe natürlich, dass ihr alle gewählt werdet. Ich erwarte das eigentlich auch von euch. Wir brauchen euch. Ich brauche euch also auch als Bundesrätin. Und ich würde euch eigentlich nachher auch das Gleiche empfehlen. Bleibt euch selber, bleibt euch treu. Auch wenn man manchmal verliert, das erste, das zweite Mal, vielleicht das dritte Mal gelingt es. Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, wir sind uns gewohnt, dass man manchmal 2, 3, 4, 5 Mal Anlauf nehmen muss. Und plötzlich gelingt es, gerade dann, wenn man es am wenigsten erwartet hat. Und vielleicht noch etwas, eine gute Vernetzung im Parlament, das ist das A und O. Man kann politisch kämpfen, man kann hart in der Sache sein, aber immer wieder, wir sind keine Feinde. Es gibt keinen Hass im Parlament. Ich glaube, das ist ganz wichtig in der Politik, dass wir unterscheiden können. Wir sind nicht Freunde, aber wir hassen einander nicht und wir haben immer wieder auch gemeinsame Anliegen. Und diese gemeinsamen Anliegen zu suchen, das ist eine sehr anspruchsvolle, aber auch eine erfreuliche Arbeit und letztlich auch der erste Schritt zum Erfolg. Ich wünsche euch von Herzen viel Erfolg, all denjenigen, die kandidieren, viel Kraft, viel Spaß im Wahlkampf. Spaß ist auch wichtig. Alors merci pour ces conseils et je retiens surtout rester fidèle à ses convictions et ça m'amène encore à une question qu'on abordait tout à l'heure par rapport à cette question des étrangers parce que c'est une question assez chaude et assez d'actualité dans notre parti puisqu'il y a quand même assez deux mouvements, un mouvement qui reste très fidèle, ancré dans une vision positive et optimiste de toute l'intégration des étrangers et un autre mouvement qui tend peut-être à s'approprier les discours ou les visions ou les besoins de nos adversaires et comment faire, quelle impulsion peux-tu donner pour que ces deux visions puissent rester intégrées et qu'on reste dans une vision qui ne cède pas à la pression? Oui, je vois que la politique des étrangers, c'est peut-être une des politiques les plus difficiles, la politique de l'asile. Je peux vous dire, chers camarades, je le vis maintenant, c'est une politique qui a un peu la tendance de diviser notre pays. On a l'impression qu'on est pour, on est contre, et on a l'impression qu'on ne trouve plus des solutions, qu'on ne trouve plus des projets politiques communs. Et c'est peut-être un des défis les plus grands pour moi aussi avec mon département qui me fait beaucoup de soucis. Et en même temps, j'ai eu une expérience à une commission du Conseil des États que j'aimerais vous raconter dans une minute. J'ai dû faire un rapport sur les procédures de l'asile. La commission m'a demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre les procédures sur l'asile plus vite. Et j'ai fait ce rapport et j'ai montré qu'il y a des possibilités, c'est pas facile, mais il y a des possibilités pour vraiment faire rendre les procédures de l'asile plus vite, mais j'ai dit au même temps, il faut augmenter, il faut assurer la protection de sécurité. Man muss den Rechtsschutz ausbauen. Und ich bin überzeugt, Genossinnen und Genossen, wenn es uns gelingt, in der Asylpolitik wieder glaubwürdiger zu werden, indem wir einerseits die Asylverfahren verkürzen, aber gleichzeitig, und das gehört zusammen, den Rechtsschutz ausbauen, dann haben wir für die Asylpolitik und für die Glaubwürdigkeit sehr, sehr viel gewonnen. Die Ständerätliche Kommission hat mir den Auftrag gegeben, auf diesem Weg jetzt eine Lösung zu suchen und sie hat mir den Auftrag einstimmig gegeben. Und ich muss euch sagen, das hat mich sehr berührt, dass es möglich ist, in dieser heftigen und kontroversen Politik einen Moment lang zumindest auch wieder einen einstimmigen Entscheid einer Kommission hinzukriegen. Das ist mein Ziel, auch in dieser sehr, sehr schwierigen Politik immer wieder in unserem Land das Gemeinsame zu suchen, die Gräben nicht aufzuschütten, sondern wirklich die Gräben zu schließen. Ich hoffe, ihr helft mir dabei. Reto Wies. Ja.
Ja, Simonette hat es vorhin angesprochen bei den Sans-Papiers. Das Problem ist die Schwarzarbeit, das Problem sind dort die Arbeitgeber. Und jetzt das wichtigste Instrument ist natürlich ganz klar der Mindestlohn. Es ist ein Skandal eigentlich, dass die Schweiz als eines der wenigsten oder fast das einzige Land in Europa oder mindestens Mitteleuropa keinen gesetzlichen flächendeckenden Mindestlohn kennt. Jetzt haben wir die Initiative der SP und der Gewerkschaften. Kurze Frage, hast du sie schon unterschrieben? Und wenn ja, was braucht es deiner Meinung nach sonst noch für Maßnahmen? Ja, du willst mich jetzt als Bundesrätin herausfordern. Du willst jetzt schauen, ob ich der Kollegialität treu bin. Ich muss dir sagen, ich habe kein Problem. Ich bin der Kollegialität verpflichtet und werde jetzt deshalb zu dieser Initiative keine Stellung nehmen. Ich nehme sie dann, wenn der Bundesrat darüber befunden hat. Ich würde aber gerne die Frage an dich zurückgeben. Du studierst ja Ökonomie und ich war bei dieser Frage auch immer etwas im Dilemma, weil einerseits ist es klar, es kann ein Instrument sein, um eben diese Working Poor Problematik, die uns ja alle beschäftigt, um hier etwas dieser entgegenzusetzen. Umgekehrt, wie hoch muss dann aus deiner Sicht der Mindestlohn sein, damit er wirklich wirkt für alle, damit er bezahlbar ist und damit er trotzdem auch eben seinen Sinn erfüllen kann? Hast du da eine konkrete Zahl? Ja gut, die Zahl, die in der Initiative selbst drinsteht, die könnte ich eigentlich nur unterschreiben. Das ist kein Problem. Und ich denke, du sprichst ja hier auch auf die lange verbreitete Tradition an, zu behaupten, der Mindestlohn würde Arbeitslosigkeit schaffen. Und da ist es halt einfach so, dass die Empirie das Gegenteil behauptet. Und wenn man in der Schweiz schaut, wie viele Arbeitsplätze, die schlecht bezahlt sind, ja im Binnenmarkt drin sind, also das sind Restaurants vielleicht, das sind Putzbetriebe, alles Branchen, die nicht ausgelagert werden könnten. Wenn dort der Lohn etwas steigt, wenn die Leute dort vom Lohn leben können, dann drückt das auf die Profite, aber nicht auf die Arbeitsplätze. Du antwortest schon wie ein Bundesrat. Vielleicht wird er das ja noch, was weiß ja niemand. Zum Schluss jetzt noch Franziska Roth. Ja, Simonetta, ich habe, als ich gehört habe, kurzfristig, dass ich hier dich befragen darf, habe ich die Schulkinder gefragt, was würdet ihr eine Bundesrätin fragen? Und ein Kind hat dann gesagt, ich möchte wissen, was sie als Bildschirmhintergrund hat. Ich habe dann gedacht, ja, das ist sicher schnell beantwortet. Dann kam mir die Frage, was bringt dich aus der Fassung? Du wirkst immer gelassen, hast schnell für mich eine nachvollziehbare Antwort. Und ich bin der Meinung, neben dem Bildschirm, was bringt dich aus der Fassung? Gestern hat mir ein Kind gesagt, es habe einen Vortrag über mich gehalten und es hätte eine 3 bekommen. Also so, ganz schlimm. Ich hoffe also, dieses Schulkind, falls es dann mal etwas darüber sagt, das bringt ihm dann eine bessere Note. Mein Bildschirmhintergrund auf meinem Handy ist ein Planet, also ist der Planet Erde. Das erinnert mich dann immer wieder, ich schaue übrigens nicht mehr so häufig auf mein Handy, das ist mein Privileg als Bundesrätin. Das erinnert mich einen Moment daran, dass ich da, wenn ich drohe unterzugehen im Alltag, in der Hektik des Alltags, dass es ja da noch einen ganzen Planeten gibt und auch etwas Distanz ermöglicht. Was mich auch zur Fassung bringt, ja, da gibt es einiges. Vielleicht jetzt, ja, also die Frage. Diese Frage. Und als wir im Bundesrat den Atomausstieg beschlossen haben, war ich einen Moment, glaube ich, aus der Fassung, aber ich habe mir nichts anmerken lassen. Jetzt haben wir das Plan so gewissermaßen erfüllt. 30 Minuten sind um, alle haben dreimal etwas fragen dürfen. Wir wären fertig, wenn da nicht nur das alte Sprichwort aus der Bibel wäre, man soll dem Ochsen, der da drischt, das Maul nicht verbinden. Also erlaube ich mir noch zwei Fragen zu stellen. Die erste ist relativ einfach, hoch, so schlimm ist das sicher nicht, oder? Was hätten Sie eigentlich gerne sagen wollen hier, sind aber leider nicht gefragt worden? Ich sage jetzt nicht diese Frage, das ist sozusagen ein Joker für mich. Ich habe hoffentlich es schon geschafft, euch wirklich Mut zu machen und Lust zu machen auf den Wahlkampf. Es ist etwas, was auch mich selbstverständlich beschäftigt. Nicht nur jetzt wegen dem Oktoberwahlenausgang ganz konkret, wie viele Prozente das sind, sondern einfach, weil ich überzeugt bin, dass die
Ideen, dass unsere Überzeugungen, die Überzeugungen der Sozialdemokratie in unserer Zeit, in dem, was auf uns zukommt, von noch größerer Bedeutung sind denn je. Und wir brauchen diese Überzeugungen, die soziale Gerechtigkeit, die Offenheit, der Respekt. Das sind übrigens die drei Begriffe, die Florence auf ihrer Website hat, die mich sehr beeindruckt haben. Ich teile sie 100%. Es sind unsere Werte und unsere Werte sind gefragter denn je. Und deshalb, wenn Sie mich fragen, was wünschen Sie sich für die SP, das wäre jetzt zum Beispiel die Frage gewesen, dann wünsche ich mir wirklich für die SP, dass sie zulegt im Oktober, dass sie ihre Kraft verstärken kann, weil wir brauchen diese Kraft ganz dringend in der Politik, in der Schweiz und auf der Welt.